wir auch immer ganz herzlich begrüßen zur kurzfristigen Einbindung von der Pressekonferenz betreffend Gewahrungseinschau. Diese Einschaubericht wird ja am Montag im letzten Montag in der Gemeinderatssitzung zur Kenntnis gebracht. Ganz kurz, was steht da drinnen? Wir haben in den letzten Jahren bereits einen großen Schritt in die richtige Richtung unternommen. Aber, und das steht jetzt auch eindeutig drinnen, es muss in diese Richtung weiter fortgesetzt werden. Es wird auch noch weitere für die Bevölkerung schmerzhafte Schritte geben müssen. Das ist, kann man sagen, ein kurzes Statement. Was war? 2008 hat es den Einschaubericht gegeben. Wir sind finanziell in Ordnung, aber wir müssen schauen auf Sparsamkeit und den Gürtel etwas enger schnallen. Und wir haben damals sofort daraufhin das 10-Punkte-Programm beschlossen, ein kurz- und mittelfristiger Plan, einerseits zur Einnahmesteigerung und andererseits zur Ausgabensenkung. Aber trotzdem ist, wir sind jetzt im Jahr 2012, was die Einnahmen betrifft, ungefähr dort, wo wir 2008 waren. Dazwischen haben wir einen riesen Minusbauch gehabt, aber leider Gottes sind in dieser Zeit die Ausgaben natürlich aufgrund von Steigerung der Sozialhilfeumlage, Steigerung von den Personalkosten, Jugendwohlfahrtsumlagen und. Wenn man sich vorstellt, dass in 4 Jahren die Einnahmen dort sind, wo es vor 4 Jahren waren, und in 4 Jahren die Ausgaben gleichzeitig steigen, dann hätten wir, würden die Ausgaben auch gleich geblieben gewesen, dann hätten wir das Loch wieder schließen können. Dazu haben wir aber eine Differenz, das heißt, wir haben eine negative Finanzspitze, die in den nächsten Jahren bei der Rechnung 1,5 Millionen circa liegt, und diese Lücke gilt es zu schließen. Was ist uns noch gelungen? Wir haben also auch es geschafft, dass wir die Haushalte, die Gebührenhaushalte endlich einmal betriebswirtschaftlich eine Betriebskostenrechnung unterzogen haben. Es war ja jahrzehntelang aufgrund der Kameralistik immer die Rede, wir machen hier einen Überschuss, bis sich herausgestellt haben, dass wir bei Wasserkanalswerte eine Deckung von 80% haben und daher dort anheben müssen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht in gewissen Sachen, nämlich auch bei der Musikschule, dass Erwachsenenbildung nicht mehr von der Stadt gefördert wird. Auch dort haben wir noch einen für die Bevölkerung vielleicht schmerzhaften Schritt zu setzen. Es hat immer geheißen, Musikschule, ein Drittel zahlt das Land, ein Drittel zahlt die Stadt und ein Drittel zahlen die Eltern. Das Land zahlt konsequent seit Jahren 33,33% davon, der ist aber drüber. Leider Gottes ist es so, dass die Eltern 29,4% zahlen und die Differenz sozusagen die Stadt zahlt, weil wir es doch verabsäumt haben, immer regelmäßig die Beträge sozusagen anzuheben, zu erhöhen. Wir werden also jetzt dieses 10-Punkte-Programm anpassen an die gegebenen finanziellen Verhältnisse und dem mittelfristigen Finanzplan noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Man muss jetzt in der Budgeterstellung praktisch genau überprüfen, neue Wege zum Wohl der Wirtschaft der Bürgerinnen und Bürger. Im Prinzip kann man sagen, der Einschaubericht hat sehr viel Positives gebracht. Wenn man sagt, Priorität, das Ziel war der Schuldenabbau von mindestens 500.000. Weil wir haben diese Netto-Neuverschuldung wirklich überschreiten können, sogar heuer, wo wir das Museumsgebäude in das Budget mit hineingenommen haben, was eine Erhöhung des Schuldenstands um 1,1 Million Euro bedeutet, ist unser Abbau der Schulden über 500.000 immer noch gegeben. Also, das heißt also, wir haben hier diesen Weg wirklich klar beschritten und der muss auch weiter erschritten werden. Weiters müssen wir natürlich die freiwilligen Leistungen des ordentlichen Haushalts bei den Ausgaben reduzieren. Von den geplanten 693.000 Euro Einsparungen im 10-Punkte-Programm wurden bis 2011 479.000 Euro tatsächlich eingespart. Hier werden wir noch besser müssen, eben unter Umständen auch durch eine Strukturbereinigung im Haus. Ziel ist es, eine Vermeidung der Steigerung bei den Personalkosten und Optimierung der Personalressourcen in der Verwaltung. Und das soll mit dieser Integration erreicht werden. Dass wir die Bezugshöhe der Mandate erreicht haben, ist klar. Dass wir eine kostendeckende Gebühr bei Wasser und Abwasser erreicht haben, ist aber inzwischen schon wieder überprüft worden und müssten wir auch schon wieder nachbessern. Hier ist leider Gottes doch immer wieder
der Fall, dass die Parteien zwar schreien, wir müssen sparen, wir müssen tun, aber wenn es irgendwie um eine Kostenerhöhung geht, die berechtigt ist und die gemacht werden muss, dann wird gesagt, brauchen wir nicht, weil es doch unpopulär ist. Wir werden auch die Ergänzungsflächen, der war doch mit dem Magister Baus, der Ingenieur Baus, der hat also hier die Häuser überprüft, ob hier Zupacken gemacht wurden und neue Wintergärten gebaut wurden, dass dann müssen dadurch höhere Kanalgebühren und Anschlussgebühren zahlt werden. Ich muss dazu sagen, man kann es nicht einzusehen, dass einige sich ersparen, das anzuzeigen oder dass es eben nicht aufgenommen wird und dass andere bei Dofner dann mehr zahlen müssen. Wir werden schauen, dass wir das Ziel erreichen durch Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Da gibt es bereits Projekte in Umsetzung und wurden auch schon umgesetzt. Und ein großes Ziel ist auch die zusätzlichen Einnahmen aus dem stadteigenen Kraftwerk. Das Ziel muss sein, ein nachhaltig ausgeglichener ordentlicher Haushalt im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung. Davon sind wir noch klar entfernt. Hier herrscht nur dringender Nachholbedarf. Ich habe es ja gesagt, aufgrund der Schere, die da auseinandergegangen ist, die zu schließen geht nur über Schuldenabbau. Da müssen weitere 1,5 Millionen pro Jahr hier aufgebracht werden, weil wir da sagen, wir haben ein sehr gutes Fördersystem. Wir liegen also bei Förderungen weit über dem Durchschnitt anderer Städte und Gemeinden. Und wir haben angefangen von der Parkraumbewirtschaftung, die 70% der Parkhausbenutzer zahlen nichts, wenn ihnen von einer Stunde ausgefahren. Die erste halbe Stunde im gesamten Innenstadtbereich ist gratis. Der Citybus wird bei uns zur Hälfte von der Stadt gestützt. Was in einem Städten kostet, das sieht immer doppelt so viel in Berufen und wird genauso angenommen. Wir haben also hier ein Fördersystem, das wirklich zu groß geworden ist. Man wird das alles genau überprüfen müssen, wo können wir hier Reduktionen einführen. Wir werden sehr wohl bei den Ausgaben sparen, aber Ausgaben heißt andererseits auch Förderungen im Subventionsbereich. Ausgaben in den Ermessensausgaben liegt drinnen, die Förderungen, ob das jetzt Jugendvereine sind, Sozialvereine sind und. Hier haben wir, bei uns wird alles gefördert und zwar massiv gefördert. Der Kindergartentransport wird gefördert, das Mittagessen für die Kinder im Schulbereich, die wo die Eltern nur 93 zahlen, wird von der Stadt gefördert, damit es so billig ist. Die Frage ist, können wir uns diese Förderungen unter diesen Umständen in dieser Höhe leisten? Man wird jeden Punkt untersuchen müssen. Das sind zum Teil Ausgaben. Ausgaben betreffen natürlich auch die Bürger. Ausgaben, es ist nicht so, dass man sagt, die Stadt soll sparen bei den Ausgaben und nicht die Einnahmen erhöhen. Weil Ausgaben sparen heißt, den Bürgern weniger Geld geben. Und das muss man einmal sagen, wir haben das bis jetzt gemacht. Hier ist der Vorschlag vom Land, dass man alle Subventionen drastisch kürzt. Sie werden es nicht drastisch kürzen. Normal wäre auf ein Drittel müsste man sogar kürzen, laut Land. Wir werden es vielleicht um 20-25% kürzen, aber uns genau überlegen, welche Förderungen. Sich nicht betroffen wird von der Kürzung sein, sicher die Jugendförderung nicht betroffen wird sein, jene Förderungen, die für die Stadt auch wieder etwas bringen, weil die Vereine für uns Arbeiten abnehmen, die Stadt sonst machen müsste. Noch einmal, der Einschaubericht attestiert uns ein positives Ergebnis, dass wir bis jetzt gut gearbeitet haben. Andererseits attestiert er uns aber auch, dass wir diesen Weg beinahe weiter beschreiten müssen und schauen müssen, dass wir diese Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben schließen. Eines muss klar sein. Wir haben nicht mehr die absolute Mehrheit, das wissen wir. Es bedarf zu all diesen Beschlüssen auch der anderen Parteien. In der Vergangenheit war es oft so, dass wenn unangenehme Beschlüsse gefasst werden mussten, dass wir dann gesagt haben, ihr habt die absolute Macht, das alleine, wir enthalten unsere Stimme oder wir gehen nicht mit. Jetzt sind sie gefragt, es kann nicht sein, dass man groß schreibt, die Stadt muss mehr sparen, wir müssen hier mehr tun und dann sozusagen sagt, tut's es. Wir werden also hier sehr wohl, es hat schon Gespräche gegeben, auch interfraktionelle Gespräche, die gleich fortgeführt werden müssen. Es hat eine Dienstanweisung bereits gegeben für das neue Budget in den Ermessensausgaben, 20% bei den Ermessensausgaben einzusparen. In dem Sinn werden wir gegen dieses Budget
sehr wohl unter dem Aspekt des Konsolidierungskurses angehen und schauen, wo wir hier in relativ kurzer Zeit diese Schere schließen. Dann haben wir wieder Spielraum, dann können wir wieder weiter arbeiten.